Hallo und willkommen zur neuen Folge Minecraft Sparkle und ich bin zur SG Ledboss. Und was haben wir letzte Folge mit Sparky gemacht? Da haben wir Kitascho oder wie der heißt geholfen. Und was ist heute los, Leute? FPS, ruckt ihr manchmal. Jetzt kommt noch OBS dazu, Leute. Und ihr hört es in meiner Stimme. Meine Nase ist heute irgendwie komplett zu. Ja, Nase oder nicht zu, die läuft manchmal. Und ja, okay, Leute. Wenn OBS jetzt nicht rummeckert, meckert meine FPS. Weil ich habe jetzt gerade versucht, zweimal Minecraft Sparkle zu starten. Erstmal will ich in meine Map gehen, crash mein Spiel. Zweites Mal crasht einfach beim Starten mein Spiel. Was ist? Kommt dann erstmal irgendein Fehlerbericht über Java. Zum Glück funktioniert es jetzt. Also müssen wir manchmal mit ein paar Rucklern aushalten. Hauptsache, ich kann jetzt aufnehmen. Ja, Leute. Und wenn ich manchmal, wie jetzt meine Nase hochziehe, tut mir leid, weil meine Nase, wie ich gerade meinte, läuft. Und ich versuche es zu unterlassen, nur werden, dann mache ich es irgendwie automatisch. Und Leute, ich hoffe trotzdem, wird das eine gute Folge Minecraft Sparkle. Bis auf, dass meine Nase ein bisschen tot ist. Aber was wir jede Folge machen müssen, ist unser T-Shirt wechseln, Leute. Und ich würde sagen, wir nehmen das Knochen-Shirt. Und ich habe offscreen meine Rüstung nicht repariert. Ich glaube, im Dorf drüben müsste der Professor noch so einen Verzauberungstisch haben. So ein spezieller, Leute. Oder wir haben unten bei uns auch noch einen. Aber egal, wir schnurren uns den einfach im Professor. Ja, Leute. Mein Spiel ist zum Glück nicht gecrashed, aber jetzt seht an meinem Skin. Ich wurde einfach aus der Map gekickt. Und was ist, Leute? Mein Helm ist weg. Gegen Ende von Minecraft Sparkle macht mein Spiel auch noch Müll. Ja, Leute. Jetzt könnte es ein bisschen ruckeln, wenn mein Spiel sich erst wieder eingewöhnen muss. Aber ich hoffe, ich habe hier irgendwo unten noch, ein Helm weggepackt. Und Leute, Mann, ich weiß jetzt schon, die Folge Sparkle wird einfach nur eine Katastrophe. So, ich hoffe, jetzt läuft so eine FPS her. Leute, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Heute läuft irgendwie alles nicht so wie geplant. Der Obsidian-Helm, der bringt es noch irgendwie. Und die Rüstung, die hat einfach null Power. Ja, Leute, was ich aber jetzt noch machen wollte, nachdem ich unsere Rüstung reparieren wollte, ich wollte im Briefkasten schauen, ob uns irgendjemand geschrieben hat, ob es was Gutes gibt. Weil, okay, Leute, wir haben da schon mal einen Brief. Weil die letzten Folgen hatten wir auch Briefe. Okay, nein, da hatten wir Briefe. Dass wir die Schüler holen sollen von Hagota, Leute. Müssen wir heute wieder einen Schüler suchen? Ich würde es meinen, Leute. Okay, aber was? Du kommen musst. Leute. Was ist das für eine Schreibart? Du grüßen sein. Ich mache, was noch nie ich machen habe. Schreib Brief zu dir. Du kommen musst zu Dagoba. Wir reden müssen. Yoda. Leute, wieso will Yoda mit uns reden? Yoda ist ja so gesehen der Haupt-Jedi von allen, der Boss der Jedi. Keine Ahnung, Leute. Aber wir müssen nach Dagobah, also dahin zu Yoda. Ich hoffe. Okay, Leute, da ist Yoda. Hi, was gibt's? Leute, was gibt's? Sneaky von Yoda. Gut sein, dass du gekommen bist. Okay. Was ist los? Leute. Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Warum will Yoda, dass wir kommen? Du nicht bereit sein. Warum bin ich nicht bereit? Für Kampf gegen Morgé. Wieso? Leute. Warum bin ich nicht bereit? Du mental schwach. Was kann ich dann tun? Du erst lernen musst. Was muss ich lernen? Leute, ich dachte, wir wären fertig mit allen
Was kann ich, was muss ich. Warte, ich dachte, ich wäre mit Ausbildung und so als Fecht, denn Angst zu verstehen. Haben wir nicht deswegen schon mal irgendwas gemacht, Leute? Anfang von Sparkle. Okay, was muss ich machen? Prüfung, es gibt für dich. Okay, das klingt nice, eine Prüfung. Naja, immer wenn ich was fragen will, schreibt er schon. Du Türme bescheiden musst mit deinen Rivalen. Okay, und wo ist das? Leute. Du zuerst Türme machen, dann du kannst gehen. Okay, Leute. Also müssen wir nur ein paar Türme machen. Und dann passt das auch schon. Okay. Find ich nice. Zu deinem Feind ins Schloss. Welches Schloss? Leute, was für ein Schloss muss ich bitteschön beschreiten? Hä? Wenn Prüfung geschafft, du gehen kannst zu Morgé. Okay, Leute. Das klingt nice. Du dann bereit sein. Okay, wo muss ich hin? Leute. Du, ich hätte jetzt nur eine Idee, wo wir schon mal diese Prüfung gemacht haben. Aber da müsste die Idee möglich gemacht mit dir sein. Mit dir auch. Hat er uns jetzt gesagt, Prüfung, es gibt für dich, denn, das Grüß von mir, alle Jedi. Weil Leute, wir haben ja mal von Yoda so eine individuelle duale Prüfung bekommen, die hier irgendwo, da war es, Leute, war. Und wenn das nicht klappt, müssen wir, glaube ich, uns mal ein bisschen umsuchen. Wenn wir ja hier irgendein Labyrinth machen mussten und dann irgendein Bossfight oder so. Vielleicht meint er, dass sich hier alles verändert hat. Keine Ahnung, Leute. Wir können es einfach versuchen, weil ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Leute, es hat sich verändert. Jetzt ist hier ein Portal wie bei dem Professor drüben. Leute, sollen wir jetzt Portal. Leute, wir machen es. Okay? Wir gehen rein. YOLO. Leute. Okay, hier sind die Türme, von dem Yoda gesprochen hat und da hinten ist dieser Turm. Okay, Alter, was ist das hier für eine dunkle Ebene? So sumpfiges alles. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den ersten Turm und gucken, was uns hier oben erwartet. Was? Wieso habe ich dich nur ausgebildet? Leute, was? Wir müssen gegen... Wieso? Nein, Leute. Wieso kämpfen? Ich will... Leute, ich... Nein. Warum habe ich jetzt Wug Angriff? Aber Leute, das ist nicht Wug. Ist Wug nicht tot? Wir... Komm. Wir waren Freunde. Leute, kann ich den irgendwie überzeugen? Aber hä, Leute, ich glaube, Leute, ich möchte nicht gegen Wu kämpfen. Okay, er antwortet auch nicht mehr, Leute. Aber die Sache ist, das ist, glaube ich, nicht der wahre Wu, also können wir ihn locker easy besiegen. Nice, Leute. Okay, also der Turm Bre. Okay, Leute, wir haben jetzt Wu besiegt, was jetzt nicht so geil ist. Sagen wir, gehen einfach mal zu dem Turm auf der Seite und gucken, was uns hier erwartet, gegen wen wir hier kämpfen müssen. Leute, och, ich möchte das Ganze nicht, aber wir müssen es dann tun. Ich glaube, wir müssen uns da irgendwie dann überwinden. Ivan, ohne mich bist du nix. Alter, Leute, Ivan beschießt mich. Hä, das ist ein... Hä? Ivan hat aber keine Waffe. Leute, ist das Ivan? Oh, Leute. Ist das jetzt echt die Ivan? Aber, hä? Leute, was glaubt ihr? Sind das nur irgendwelche Illusionen oder so? Oder was? Okay. Sagen wir, gehen rüber.
Ich hoffe, das war jetzt nicht der echte Ivan, weil sonst haben wir unseren Waffenexperten-Kumpel besiegt. Ich hoffe, es sind nur irgendwelche Illusionen von der Prüfung oder so. Ich hoffe es. Leute, gegen wen müssen wir eigentlich als nächstes kämpfen, Alter? Ich habe immer Schiss zu sehen, gegen wen wir. Nein, nicht gegen Greenie. Oh, Leute, wir müssen Greenie schnell besiegen. Okay, Leute. Was? Okay, aber habt ihr gesehen, wie schnell Greenie mein Herz abgezogen hat? Leute, Greenie stirbt ja auch nicht so in dem Sinne. Normal droppt der, aber ich glaube, diese Greenie-Illusion ist unsterblich, oder? Keine Ahnung, Leute. Ich habe nicht mal einen Plan, wo wir hier sind. Ich kämpfe einfach drauf los, in der Hoffnung, dass es nicht unsere echten Freunde sind, Leute. Jo, Frailer. Ha, du bist nichts. Leute, kennt Frailer eine gute Freundin und zweite derjenige, gegen wen wir kämpfen müssen. Okay, Leute, Frailer steckt schon was ein und sie ist tot. Mann, Leute. Mann. Okay, ich glaube, wir können jetzt rüber ins Schloss. Wir haben jetzt eigentlich alle besiegt. Okay, Leute, hier ist auch ein offenes Tor. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Leute, hier schwarzes Wasser. Schwarzes Wasser. Hier. Okay, da hinten ist auch schwarzes Wasser. Also, da wo wir jetzt sind, ist einfach alles crazy. Okay. Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach ganz oben. Weil meistens in Schwestern so ist, ganz oben sind die, gegen die man kämpfen muss oder die wir suchen. Weil uns wird auch nicht genau gesagt, wo wir hin müssen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight. Folgen wir einfach dem Weg. Weil der Weg führt meistens nach oben. Du bist nichts. Leute, wir müssen einfach gegen uns selbst kämpfen. Und der hat noch unseren Helm. Vielleicht kriegen wir unseren Helm. Aber Leute, habt ihr gesehen, wie viel Herz uns abgezogen hat? Okay, der hat ja auch mit Sparky gekämpft und wir tanken selbst eigentlich nicht ganz so viel. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ist hier oben noch irgendwas? Das war dann wahrscheinlich die Prüfung. Okay, ich habe es mir irgendwas Schlimmeres. Ich habe mir was Schlimmeres erwartet. Es ging eigentlich. Coole Prüfung, Leute. Die Idee ist irgendwie nice. Und Leute, seht ihr mal, hier ist einfach so eine Flagge passend zu Greenie. Zu, wie heißt Wuchs Lichtschwert zu Blau. Okay, zu Frailer passt Rot, weil sie ja so Magma-Monster war. Und dann zu Ivan irgendwie Blau, keine Ahnung. Okay, krass, Leute. Krass. Nice. Ich würde sagen, wir porten uns dann einfach wieder nach Hause und gucken. Wir müssen gucken. Wir haben ja gegen Greenie gekämpft. Wir müssen gucken, ob Greenie noch lebt. Leute. Aber was mir auffällt, was war das eigentlich für eine komische Rüstung von Frailer, die sie da hatte? Ich hoffe, Greenie ist noch bei Frailer. Wir haben ja Greenie vor ein paar Folgen zu Violia oder wie die heißt, gepackt bei Frailer zu Hause. Das war, glaube ich, dieses Zimmer. Oh, gut, Leute. Greenie lebt noch. Ich glaube, dass es irgendwie so Illusionen waren oder so. Wenn ihr eine Idee habt, was das da gewesen sein könnte, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnieren und sonst sage ich nur Ciao. Leute. Thank you.